Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja... Alter, warum brauche ich immer mehr Mitarbeiter? Wo kommt denn der Anspruch jetzt her? Jetzt bleibt das Öl stehen. Wir haben in der letzten Folge ja das Sägewerk noch hergerichtet. Und jetzt müssen wir leider mal wieder auf den Benzin, auf unseren aktuellen Dieselstand schauen. Er steigt wieder. Okay, bedeutet, wir werden jetzt ansteigen und dann hoffentlich uns wieder ausgleichen. Weil leider sinkt gerade so gut wie alles und irgendwie verschwinden auch dann Mitarbeiter, die ich bräuchte. Was ich relativ uncool finde. Weiß nicht, warum das zwischendurch weniger und mehr anzeigt. Aber es wäre gut zu wissen, warum. Das kriegen wir auch nicht fertig gebaut, weil natürlich jetzt alles fehlt und wir hier darüber die ganze Produktion leiten. Die jetzt auch steht, weil keine Mitarbeiter da sind. Das ist relativ grandios gerade. Also ich sag's euch, das ist super. Irgendwie stockt auch die Eisenproduktion, wie es scheint, sehr, sehr, sehr stark und häufig. Und die großen Maschinen kann ich ja auch noch nicht bauen, weil dafür fehlt ja auch noch um einiges. Jetzt bin ich gerade beim Überlegen, wie wir am besten hier weiter an Ressourcen relativ flott kommen. Wir graben natürlich hier hinten relativ viel ab. Was man machen könnte, wäre natürlich hier weiter reingraben. So was wie hier. Da sollte dann auch relativ gut, gut vorangehen. Weil jetzt aktuell bekämpfen wir natürlich großteils auch wieder Holz. Ich tue jetzt hier noch den einen Bagger schnell rein. Noch einen LKW. Die kommen hoffentlich relativ gut voran. Scheint auch gut auszuschauen. Und der ballert die ganze Zeit Dampf in die Luft. Er scheint aber einigermaßen gut zu laufen. Hier scheint auch gut zu laufen. Schaut ihn an, hier ist ein riesiges Lager auf einmal. Das füllt sich sogar wieder auf. Finde ich schön, dass das sich auffüllt. Weil dann funktioniert wenigstens das schon mal. Sand steht auch wieder, bedeutet, wir haben wieder genug Betonteile aktuell. Tun nochmal hier so ein bisschen das Limit erhöhen, dann können die doch noch ein bisschen nachliefern. Das machen wir auch mal hier. Dann können die das nochmal nachliefern. Und ich hoffe jetzt, dass wir so relativ so schnell wie möglich das Ganze hier beheben können. Denn das wäre schön, wenn wir endlich mehr Eisen zum Verteilen hätten. Und somit auch mehr Arbeit dadurch abgeschlossen wird. Weil aktuell schaut es echt so aus, als ob wir down voll laufen. Aber so muss es sein. Jetzt ist jederzeit fast jederzeit bei einem LKW, bei einem Bagger ein LKW. Und dann können wir dementsprechend auch arbeiten. Und dann sollte hoffentlich auch die Eisennachfuhr jetzt mal ein bisschen besser laufen. Schau, so soll es circa sein. Jetzt kommen schon wieder zwei nach. Füllen schon wieder auf, da kommt der nächste. Ja, so halten können zwischendurch wäre es natürlich super. Wird zwar jetzt nicht der Fall sein wahrscheinlich. Wir kennen es ja. Aber wenn es mal eine Zeit so bleibt, können wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Ressourcen herrichten. Aber ja, das wird halt alles noch ein bisschen. Was ich jetzt hier als Problem sehe, ist, dass unser Öl bald leer ist. Also ich sehe nicht die Chance, dass unser Öl sich hier wieder refurbished. Schauen wir nochmal nach den Ressourcenstandards. Öl sagt, wir steigen wieder. Also hier schaut es echt so aus, als ob wir gerade wieder ein Hoch haben. Wäre natürlich gut zu sehen, also hier sind wir gestiegen teilweise und hier
war unser bester Stand jetzt und jetzt sind wir langsam gesunken und jetzt schaut es so aus, als ob wir langsam nach oben steigen. Müssen wir uns natürlich anschauen. Kann man jetzt so dazu nichts sagen. Es fehlen viele Ressourcen und vieles weitere. Vor allem Mitarbeiter fehlen aktuell. Was natürlich nicht leicht machen. Aber mit Eisen können wir auf jeden Fall nochmal einiges nachproduzieren. Was aktuell so ein bisschen fehlt. Um damit Ressourcen wieder herzurichten, die aktuell ein bisschen, ja, in Vergessenheit geraten sind oder halt in keine Vorräte mehr haben einfach. Ich würde gerne noch hier hinten erforschen. Wir müssen irgendwo ja noch ein Ölfeld haben. Es kann ja nicht sein, dass wir kein Ölfeld haben. Weil irgendwo muss noch sich eins befinden. Also ganz ehrlich. Eins muss noch irgendwo sein. Und das müssen wir finden. Ausfindig machen und verwenden. Was ich gerade ein bisschen schade finde, dass irgendwie keine Mitarbeiter nachkommen. Die meisten Doktrinen kannst du ja hier festlegen. Wachstumsschub hätte ich gerne. It's not available. 4% der Bevölkerung ihre Sachen packen und müssen die Insel verlassen, okay. Gesundheitssteigerung ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Wenn wir das irgendwann fertig kriegen würden, wäre es natürlich mega geil. Aber ja, das wird natürlich wieder dauern. Vor allem, wenn dauernd irgendwas gemacht werden muss. So, Sieg haben wir errungen. Oh, Meister hat gut gefunden. Ist natürlich mega lecker. Lass uns mal hier hinten entdecken. Ich bin gespannt, was wir hier finden werden. Weil irgendwas muss ich ja da befinden, ne? Irgendwas ist da immer. Irgendwas muss da auch sein. Ah, jetzt schaut es aber sehr interessant. Ah, ne, das ist nur, weil... Ich wollte gerade sagen, hurra, langsam wird das Lager voll. Aber hurra, doch nicht wohl. Aber man sieht, es wird jetzt auf jeden Fall nachgeliefert die ganze Zeit. Bedeutet, die Richtung ist richtig. Es wird dauernd irgendwas eingefüllt und es wird... Hoffentlich eher mehr wie weniger dann. Also die Mitte scheint gerade ein bisschen ein Nachteil zu sein. Auch nicht unbedingt gut so, aber Hauptsache ist es dauernd was, was reinfließt. Noch ein Kampf. Oi. Das war eher weniger der Plan. Nochmal Ressourcen gefunden, okay. Aber gar nicht schlecht. Immerhin haben wir jetzt einen Vormarsch gemacht. Vielleicht finden wir denn noch einen... Also ich, wie gesagt, ich will auf jeden Fall noch eine Ölbohrinsel haben. Mit der ich was machen kann. Ich würde mal die Hälfte hier pausieren. Was passiert dann? Wenn ich zwei von denen pausiere... Oh, das hat sich was gar nichts gebracht. Super. Bei uns sollte es auch eher zum Steigern führen als das andere. Hier hinten steht auch die halbe Produktion schon. Aber schaut so aus, als ob langsam unser Tank sich auffüllen. Bloß Öl wird immer knapper. Und da ist ja leider... Lol. Achso, jetzt haben wir hier natürlich keinen Mitarbeiter. Super. Bedeutet, er hat schon Zeug dabei. Er will es auch auslassen. Über 300 Holz, aber er kriegt es nicht weg. Das ist grandios. Und dafür brauchen wir wieder Ressourcen, die sich hier drin befinden müssen. Ach, Heidewitzka. Kann ich nicht irgendwie Mitarbeiter, konnte ich nicht Mitarbeiter von Orden aufnehmen? Benötigt mindestens Ruf 1. Liefert er das jetzt aus oder was hat er vor? Scheint so. Okay, jetzt fehlen angeblich nur noch 5. Mit 15 Mitarbeiter. Wäre schon mal löblich. Ich werde ihn aber wahrscheinlich gleich mal losschicken. Dass er sich darum kümmert, dass die Ölproduktion am Laufen bleibt. Jetzt ablegen. Oder kann er in dem Zustand gar nicht ab... Das wäre böse.
Oh, der Idiot hat natürlich nichts geliefert. Dann erkunde wenigstens, wenn du schon ohne Leute fährst. Das ist schlau gewesen. Warum kriege ich jetzt aktuell zum Beispiel nicht mehr Leute dazu? Eigentlich müssten diese Freunde... Klar, ich habe noch kein Brot und irgendwas, aber... Eigentlich müssten noch Leute hinzukommen. Der aktive Fortschritt wird zurückgesetzt, wenn das Leuchtfeld unterbrochen wird. Ja, dann reißen wir dich aber ab, dann bist du unnötig und verbrauchst nur Einigkeit. Dann können wir die Einigkeit für was anderes benötigen. Schon wieder im Kampf! Aha, oh, geschafft, gut. So, ja, habe ich jetzt auch gefunden, cool. Dann finde ich jetzt erstmal zurück nach Hause. Kann ich hier noch welche aufnehmen, Nummer 2. Wir müssen halt langsam echt das irgendwie herauskriegen, dass wir mehr kriegen. Jetzt hat. Gut, jetzt haben sie das schon mal hingekriegt. Aber gleich läuft das los, weil jetzt hat haben wir kein Öl mehr. Jetzt ist over. Jetzt sind... Wo sind die Mitarbeiter hin? Wie viel passen hier rein? Ich werde den Port wahrscheinlich kurz ausschalten dann. Jetzt haben wir 2 Arbeiter übrig. Aha. Okay. Interessant. Das Gebäude haben wir jetzt auch fertiggestellt, wie es scheint. Bevölkerungswachstum. Warum tue ich damit nur um 20% erhöhen? Ah, scheiße, ich habe alle 3 aktiviert. Aha. Ja, fürs Erste können wir uns das leisten. Oh, jetzt kann ich das auch wieder ausschalten, du. Aus. Sonst haben wir bald zu wenig. Hier haben wir schon wieder welche übrig. Das ist ja auch schon wieder Wahnsinn. Hoppala. Du lieferst hier ins Zwischenlager, bitte. Sonst muss ich da ein riesiges Backlager machen. Sag mir nicht, wir haben zu viel Kohle aktuell. Was haben denn die? Ach, haben wir keinen Schüttplatz mehr aktuell, oder was? Ja, dann schüttet hier vorne auf, bin ich der Meinung. Dann schüttet hier auf. Schüttet die Fläche mal auf. Dass wir hier ein bisschen mehr Produktion vielleicht aufstellen können in Zukunft. Alter, schau, wie sie angerauscht kommen. Huch, ups. Hatte keinen Schutzplatz mehr, wie scheint. Kann ich ein bisschen was hier rein tun, um eine Leistungssteigerung zu beanspruchen? Stark ausgelastet. Das ist natürlich ungut jetzt. Ich werde hier einen entlassen. Das ist wieder Eisen leer. Das ist wieder nicht schön. Warum? Weil es keine Kohle mehr gibt, wie es scheint. Schau, er müsste ja auch Konstruktions... Genau, er hat Konstruktions... Aber er hat auch Forschung 2, oder? Wo kriegt denn Forschung 2 her? Das ist mal eine ganz blöde Frage. Irgendwo müsste ich Forschung 2 auch herkriegen. Und die andere Frage ist... Warum... Jetzt sinkt die Gesundheit wieder.
Warum sinkt die Gesundheit, Leute? Haushaltsgegen Krankenhäuser. Als ob ich Krankenhäuser bauen könnte. Das ist so ein Hin und Her irgendwie. Plus 48, minus 26. Bedeutet, wir sind doch eindeutig auf einem guten Pfad. Also irgendwas hat gerade da reingehauen, wie es scheint. Aber ich weiß nicht was. So, wie viel? Also dich müssen wir reparieren wahrscheinlich, ne? Ja, müssen wir. Wie viel kostest du zum Upgraden? 400, Alter, nicht. Neverending Story hier. Aber Leute, ich würde sagen, dann war es das wieder fürs Erste. In der nächsten Folge haben wir hoffentlich dann wieder genug an Ressourcen übrig, dass wir mal wieder ein bisschen positiver sind. Aktuell scheint es ja so, als ob wir ein bisschen im Rückstand sind, was es angeht, Geräte oder Teile herzustellen. Wir sehen schon, wir haben uns zusammen mit dem 50 hier und den hier ein bisschen abgepowert, aber auch unsere Gesundheit scheint ein bisschen drunter zu leiden. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel Brot das dann besser macht. In dem Fall, ob da sozusagen ein Bonus drauf ist. Aber wir werden es sehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.